Moin Leute. So, wir haben letztes Folge, haben wir nämlich hier Andariel fertig gemacht. Quasi, habe ich noch irgendwas im Dings? Nö. Andariel abgeklatscht und dann haben wir quasi hier mit allen gesprochen nochmal zum Abschied. Und dann gehen wir jetzt mit Varys nach Osten. Den zweiten Akt. Wir reisten nach Osten, über die Berge und in die weiten Wüsten des gebrochenen Landes. Im Lauf der Tage erzählte mir mein Gefährte von sich selbst, dass er einst ein großer Krieger gewesen war und nun eine dunkle und unheimliche Last ihm schwer auf der Seele lag. Wir zogen eine Ewigkeit durch dieses lebensfeindliche Ödland. Wie lange, das weiß ich nicht. Und stets schien uns eine dunkle Wolke gerade hinter dem Horizont zu folgen. Schließlich fand die Reise ein Ende. Wir erklommen die letzte Kuppe. Dort unter uns lag unser Ziel. Das leuchtende Juwel Lut-Golein und dahinter das weite Meer. In jener letzten Nacht schlugen wir unser Lager auf. Vielleicht lag es am warmen Wüstenwind oder dem Geräusch des Meeres. Jedenfalls schlief ich zum ersten Mal seit vielen Wochen. Doch die Träume kehrten zurück. Aber es waren eindeutig nicht meine eigenen. Ich sah die Vision eines großen Mannes, des Magiers Tal. Ihr wart auch da, Tyrael. Ich entsinne mich, ich sah euch in meinem Traum. Seine Brüder hatten einen mächtigen Dämon in die Enge getrieben. Baal, Herr der Zerstörung, der in der Welt entfesselt worden war. Sie versuchten, den Dämon in einen heiligen Stein zu bannen. Ihre Versuche scheiterten, opferte sich Tal Rasha selbstlos, den Dämon in sich aufzunehmen, als sein Gefängnis. Er wies seine Brüder an, ihn in eine Gruft einzusperren, unter dem Wüstensand vergraben, wo er für alle Ewigkeit mit dem Dämon ringen würde. Weißt du, was ich suche, Marius? Am nächsten Morgen gingen wir über den Hügel nach Lut-Golein. Ich hatte keine Ahnung, welche Schrecken dort meiner harrten. Uiuiuiuiuiuiui. Ich bin sehr gespannt. Und hin und her gerissen. Aber wir werden es managen. Wir werden es wemsen. I guess. Hallo. Kuckuck. So, Varif ist natürlich auch mitgekommen. Und jetzt haben wir hier noch den Jerhin. Jerhin und nicht weiter. Seid gegrüßt. Moin. Ich bin Jerhin, Fürst von Lut-Golein, und heiße euch in meiner schönen Hafenstadt willkommen. Es ist gut, dass wieder Karawanen über den Westpass reisen können. Wir werden schon seit geraumer Zeit von einer bösen Macht belagert, die ich nicht identifizieren kann. Seltsam. Alles fing an, als ein dunkler Wanderer hier entlang kam und nach dem Grab von Tal Rasha suchte. Niemand weiß genau, wo Tal Rasha, der Hüter des Baal, begraben liegt. Aber es ist sicher weit draußen in der Wüste. Inzwischen munkeln viele Leute, dass die Toten aus ihren Gräbern steigen und schreckliche Kreaturen im Mondschein herumschleichen. Selbst ich habe Dinge gesehen, die ich nicht erklären kann. Ich habe befohlen, dass der Hafen geschlossen wird
und alle Handelsschiffe vor Anker bleiben müssen, bis ich weiß, dass meine Stadt sicher ist. Atma, die Tavernenwirtin, hat eine wichtige Aufgabe für euch. Sucht sie unverzüglich auf. Ihr findet sie auf der anderen Seite der Stadt. Jetzt muss ich in den Palast zurückkehren. Verzeiht, aber ich kann euch nicht hereinbitten. Es herrscht gerade schreckliches Chaos. Ja, das verstehe ich. Da bin ich dabei. Also das finde ich gut. Wir könnten noch mal tratschen. Es wird mit jeder Stunde schlimmer. Ich weiß, alles sieht gut aus, aber glaubt mir, das ist es nicht. Ja, meistens ist das so, ne? Über die Kaufleute. Wenn ihr mit Magie und dergleichen handeln wollt, geht zu Drognan oder Lysander. Drognan ist der weiseste Mann, den ich kenne, wenn es um Magie und alte Legenden geht. Der arme Lysander ist fast taub, aber ein zuverlässiger Trankbrauer. Für die Rückreise nach Westen geht zu Varif. Ihn kennt ihr ja schon. Unsere Farah ist eine geschickte und ehrliche Waffenschmiedin und kann obendrein Wunden heilen. Elzix ist der Schankwirt und könnte auch etwas zum Handeln haben. Gritz, der Söldnerführer, den ich angeheuert habe, um die Tore von Lut Golain zu bewachen, sorgt auch für Ordnung in der Stadt. Und es sind noch andere hier. Ich bin sicher, ihr werdet die meisten kennenlernen. Seht euch einfach um. Das machen wir. Das machen wir auf jeden Fall. So, wir sind fertig, mein lieber Freund. Kupferstecher. Ich mache mal die Karte an, damit wir auch was sehen hier. Arif. Sollen wir denn wirklich nach Osten? Wir können trotzdem erstmal mit ihm sprechen. Jetzt, wo Andariel tot ist, kann ich zurückkehren und die Jägerinnen ordentlich ausrüsten. Sobald ich hier ein paar Geschäfte abgewickelt habe, werde ich zu ihrem Kloster zurückkehren. Lasst mich wissen, ob ihr mitkommen wollt. Das machen wir. Oh, das machen wir, Kollege. Das machen wir ruhig. Das können wir ruhig tun. Das ist kein Problem. Elzix, dieser alte Wüstenfuchs, ist verdammt listenreich. Vor Jahren verschwand er mit Waren von mir, die ein Vermögen wert waren. Ich hätte nie erwartet, ihn so zahm zu sehen. Junge, hätte ich weggeklatscht. So, haben wir das auch geregelt. Und jetzt gucken wir mal, wo wir hier unsere Leute so finden. Ich weiß nicht, ob wir die ganze Folge damit verbringen werden. Hier ein paar Leute zu... Halt! Oh, halt, Entschuldigung. Ihr dürft nicht passieren! Will ich auch gar nicht, du Dödel, Alter. Ihr dürft nicht passieren! Was willst du denn von mir? Alex, wo ist Alex? Ich hab gerade gesehen, da oben. Elzix heißt er übrigens. Ihr seht wie ein kräftiger Abenteurer aus. Wisst ihr, zu meiner Zeit bin ich ein ziemlicher Halunkel gewesen. Ich führte die tollkühnste Schar von Banditen an, die diese Wüste jemals terrorisiert hat. Heute führe ich dieses Gasthaus und halte mich, soweit es geht, von Ärger fern. Meine Zeit als Abenteurer liegt hinter mir. Das sehe ich auch so. So, ach, hier ist der Kollege mit dem Glücksspiel wieder. Tratschen. Die Geschichten, die Drognan erzählen kann. Ihr werdet gut beraten, diesem weisen Zauberer genau zuzuhören. Okay. Das machen wir. Das machen wir auch. Immer das machen wir auch. Hast du da was für mich? Mir ist noch ein Riesenschwert. Ich kann leider nicht sehen, schon vorher irgendwie, ob das gelbe, kann der auch gelbe Sachen haben überhaupt? Gries. Ich wette, ihr fragt euch, wie diese Stadt bei allem, was in der Wüste vor sich geht, sicher bleiben kann. Tja, ich kann euch versichern, dass es nichts mit den Stadtwachen zu tun hat. Die sind aus irgendeinem Grund alle im Palast. Jerin hat mich und meine Söldner angeheuert, um hier für Ruhe und Ordnung zu sorgen. Wir sind nicht billig, aber dafür die Besten, die diese Wüste zu bieten hat. Gut, mein lieber Freund und Kupferstecher. Atma scheint eine anständige Frau zu sein, aber ich bin sicher, nach dem Verlust ihrer Familie ist sie einsam. Vielleicht sollte ich rübergehen und sie trösten, wenn ich heute Nacht Dienstschluss habe. Ganz genau, das solltest du tun, mein Freund. Glaub mir, es lohnt sich. So, meine lieben Freunde, es geht jetzt hier um Sachen. Man sollte hier Söldner anheuern. Aber das machen wir jetzt noch nicht.
das machen wir jetzt noch nicht. Wie gesagt, ich werde noch mal vorher irgendwas angucken. Ich habe gehört, ihr seid dafür verantwortlich, dass Andariel in die brennende Hölle zurückverbannt wurde. Ich bin beeindruckt. Ja, ein Glück. Das kann nicht einfach gewesen sein. Mein Name ist Drognan und ich weiß, womit ihr es zu tun habt. Ihr solltet euch ansehen, was ich feilbiete. Das wollte ich auch tun, mein Lieber. Aber erstmal wollen wir noch ein bisschen reden hier. Als die jüngsten Probleme anfingen, suchte Fürst Djerin meinen Rat. Ich riet ihm, den Hafen zu schließen und die Stadt unter strengste Bewachung zu stellen. In jüngster Zeit ist er jedoch zu sehr im Palast beschäftigt. Ich bezweifle allerdings, dass ihn die Damen lange von seinen Pflichten abhalten können. Aha. So, du bist der Kollege mit denen. Jetzt haben wir auch ein bisschen bessere Sachen hier. Dann können wir ruhig was kaufen demnächst. Eventuell das Gift des... Oh, Mama! So, und schon wäre das Ding meins. Weil des Schockes, des Blitzschaden brauchen wir nicht. Ich will Gift haben. I want the Gift. Schilder brauchen wir nicht. So, haben wir schon mal die erste Kohle rausgeschmissen. Dann gucken wir mal, was hier noch ist. Seid gegrüßt. Moin, Atma. Ich erwarte es nicht von euch, aber wenn ihr mir helfen wollt, wäre ich euch dankbar. Kein Ding. In der Kanalisation unter unserer Stadt lauert eine grässliche Kreatur, die es nach Menschenfleisch gelüstet. Die Kreatur hat viele getötet, auch meinen Sohn und meinen Mann. Wenn ihr sie vernichtet, werde ich euch belohnen. Bitte seid vorsichtig, diese Bestie hat schon genug von uns genommen. Man gelangt durch eine Falltür oben an der Straße in die Kanalisation. Okay. Natürlich, das machen wir. Tratschen. Zusätzlich zu meiner Taverne gab es mehrere Bordelle, die hier ihrem Geschäft nachgingen. Wo? Als der Ärger in der Wüste anfing, suchten die Harem-Gilden Zuflucht im Palast. Natürlich hat Djerin mit Freuden zugestimmt. Ich wette, sie haben viele Möglichkeiten gefunden, ihm seine Hilfsbereitschaft zu vergelten. Tja, stimmt. Die Kreatur hat ihr Lager in den Tunnels unter der Stadt. Sie hat meinen Mann und Sohn abgeschlachtet. Ich ertrage es einfach nicht, darüber zu sprechen. Ja, ich kenne da jemanden, der wollte ich gerne trösten, ne? Aber sprechen wir später drüber. Hier ist irgendwo noch ein Gulasch. Giglasch. Hey, ihr seid ein Barbar, nicht? Nö. Gnadenlos wie die wilden Tiere des Nordens, so sagt man. Ich schätze, ihr seid gekommen, um diese Stadt retten zu helfen. Die Mühe könnt ihr euch sparen. Ach so. Kriez scheint diesen Ort bestens unter Kontrolle zu haben. Nicht, dass ich das nicht auch gekonnt hätte. Natürlich. Ich habe meinen Kampfgeist viele Male unter Beweis gestellt. Klar. Da freue ich mich natürlich. Hey, ich habe gehört, dass ihr Barbaren mehrere Waffen gleichzeitig schwingen könnt. Ich habe nie gelernt, beidhändig zu kämpfen. Ich kann nur ein Schwert und einen Weinschlauch gleichzeitig halten. Ja, das ist natürlich auch ein Talent, ne? Hey, rührt mein Getränk nicht an, sonst bohre ich euch mit dem Daumen ein Loch in den Kopf. Aha! Du hast ja richtig drauf, Digga. Du hast es ja richtig drauf. So. Das war das. Jetzt gucken wir uns noch Meshif an. Wer ist Meshif? Meshif, altes Haus. Seid gegrüßt. Ich bin Meshif, Captain dieses Schiffes hier. Ach, okay. Ich steuere die Häfen des Zwillingsmeeres an und gelegentlich Königshafen im Westmark. Aber in letzter Zeit bin ich nicht gesegelt. Djerin hat mir befohlen, für Notfälle hier vor Anker zu bleiben. Na dann. Atma serviert ein köstliches Bier in ihrem Etablissement. Ich glaube, es gibt zwei Eingänge zur Kanalisation. Einer ist gleich hier am Wasser unter den Docks. Ich kann ihn von meinem Schiff aus sehen und glaub mir, ich behalte ihn jede Nacht im Auge. Okay, ist das schon mal ein guter Hinweis. Irgendwo hier? Kann man da runter? Ich weiß es nicht, wahr? Da ist er. Ich sehe ihn jetzt auf der Karte. Da. Wenn man hier runter geht, kann man da reingehen. Okay. Gut zu wissen, dass es die Duna Nova gibt. Und hier gibt es nämlich jetzt unseren alten Freund, Decky. Aber wir sprechen erstmal mit den alten. Mit den anderen Fahrer. Wo ist er denn hier? Ah ja. Woher weiß ich, dass ich euch trauen kann? Tja. Ihr könntet so verschlagen sein wie diese Ratte Elzix, der das Gasthaus gehört.
Aber wenn ihr ein Elixier braucht, dem kann ich euch eines bereiten. Natürlich gegen Entgelt. Erstmal reden wir. Tratsch. Es gibt ein paar uralte, verzauberte Brunnen in der Wüste, die eure Wunden heilen können, wenn ihr genügend daraus trinkt. Na gut, trinken kann ich. Ich habe gehört, die Bestie ist auf Leichenteile aus. Frisst sie sie? Ah, scheußlich. Scheußlich, sag ich dir, du. Das kann ich dir mal verraten. Mit was handelst du denn so? Mit Tränken, ne? Echo, bei ihm kostet die 75. Ich habe jetzt nicht gesehen, was wir bei dem anderen kosten. Lysander-Fahrer. Ich weiß viel über die alten Religionen. Vor vielen Jahren wurde ich in Ost-Kurast zum Paladin der Zakarum ausgebildet. Aha. Handeln, reparieren. Sie ist die Schmiedin, ne? Da gibt es schockige Zweihand-Äxte und so weiter. Zweihand-Äxte? Zweifach-Äxte, so würde ich sagen. Die kann man auch werfen, die Dinger. So. Dann sprechen wir mit Decky. Guten Abend. Namehernd. Meshiv ist ein interessanter Mann. Ein Teil von ihm sehnt sich nach der Freiheit des Meeres. Doch sein Herz gehört seinem Heimatland. Die Huradrim pflegten, ihre höchsten Magier zu mumifizieren und mit Zaubersprüchen zu versehen, die ihnen ermöglichten, ihre Gräber auch nach dem Tod zu schützen. Ich habe keine Ahnung, warum sich einer so böse verhalten sollte. Vielleicht wissen Drognan oder Farah mehr darüber. Ja, vielleicht. Ist eigentlich schade, dass man nicht mehr mit ihm quatschen kann, ne? Haben wir noch irgendwas übersehen hier? Gries und Elric sind da oben. Da unten ist Varif. Da kommen wir auch her. Da dürfen wir nicht hin. Okay. Irgendwo da oben, ja, da oben ist der Eingang, der andere Eingang. Aber ich wollte mich nochmal hier beschäftigen. Warte mal eben. Mit Gritz. Gries, du alte Schabracke. Ja, Bürger? Ich verstehe nur nicht, kann ich hier nichts sehen? Ach, der hat hier diese, das sind die Augen, ne? Gebet, trotz Gebet, gesegnete Führung. Naja, wie gesagt, da wollte ich mich nochmal ein bisschen schlauer machen, als ich es eigentlich schon bin, ne? Und ja, ich würde sagen, wir haben jetzt mit allem gequatscht und so weiter und so fort. Und hier ist auch eine Falltür, hier ist noch ein Eingang, wie gesagt. Da wollen wir ja rein, Questlog-mäßig, ne? Da sind wir nämlich jetzt in Akt 2 angekommen hier oben. Und dann machen wir, findet Radamens Lager in der Kanalisation von Luthgulain. Sehr schön. Ja, aber Freunde, das machen wir in der nächsten Folge. Jetzt haben wir eine Folge mal so ein bisschen gequatscht und ein bisschen umgeguckt. In unserem neuen Lager hier, in unserem neuen Gebiet, sag ich mal. Und ja, da schauen wir einfach mal rein, denke ich mal, ne? Macht's gut, bis dahin. Ciao, ciao.